Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz auf Ihren Abgeordnetenplätzen. Ich eröffne die Sitzung wieder und rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Zu Beginn dieses Punktes begrüße ich auf der Tribüne den ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Herrn Dr. Günter Paul. Lieber Herr Dr. Paul, herzlich willkommen. Quasi wegen Ihnen sind wir jetzt hier so zusammengekommen, weil Sie das Amt des Präsidenten beendet haben für sich zum Ende des letzten Jahres. Und erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, zwei, drei Anmerkungen dazu. Herr Dr. Paul ist seit dem 10. Oktober 1995 nicht richterliches Mitglied des Staatsgerichtshofs. Am 30.06.1999 erfolgte die Wahl zum nicht richterlichen Mitglied erneut. Am 5. Juni 2003 erfolgte Ihre Wahl zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Diese wurde wiederholt am 01.04.2009 und am 31.12.2016 sind Sie aus dem Amt durch Amtsniederlegung ausgeschieden. Das sind, sehr geehrter Dr. Paul, meine Damen und Herren, mehr als 20 Jahre Mitglied des höchsten Rechtsorgans des Landes Hessen, des Verfassungsgerichtshofes. Davon mehr als 10 Jahre als Präsident. Das sind Zeiten großer Verantwortung. Das sind die Zeiten der Repräsentanz der dritten Staatsgewalt in unserem Lande. Das sind Zeiten auch nicht so schwieriger Entscheidungen, aber immer auch wieder Entscheidungen, die uns alle betroffen haben, das Parlament wie das Volk. Und das sind Zeiten, in denen wir Sie kennengelernt haben als einen Sachwalter, einen kompetenten Sachwalter im Sinne unserer Verfassung und deren Schutz. Ich will Ihnen heute hier im Namen des ganzen Hauses für diese lange Amtszeit und lange Ausübung dieser Tätigkeit ganz, ganz herzlich danken. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Was immer Sie nach diesem Amt tun werden, es möge Ihnen gelingen. Und wir hoffen, dass wir Sie dabei öfters wieder hier begrüßen können, auch wenn Sie mit Sicherheit nicht auf die Region beschränkt mit Ihren zukünftigen Tätigkeiten sein werden. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Ich sagte bereits, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, da er aufgehört hat, brauchen wir einen neuen Präsidenten unseres Verfassungsgerichts und deswegen einige Hinweise. Die Präsidentin oder der Präsident des Staatsgerichtshofs wird auf die Dauer ihrer oder seiner jeweiligen Amtszeit als Mitglied aus der Gesamtheit aller ständigen Mitglieder gewählt. Die Befähigung zum Richteramt ist Voraussetzung für dieses Amt. Wie gesagt, hat Herr Dr. Günter Paul am 11. November 2016 mitgeteilt, dass er seine Ämter im Staatsgerichtshof des Landes Hessen zum Ende des Jahres 2016 niederlegt. Aus diesem Grund ist die Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Staatsgerichtshofs erforderlich gemäß § 8 Absatz 2 des Staatsgerichtshofsgesetzes. Zu der Wahl bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags, § 8 Absatz 1 Staatsgerichtshofgesetz. Meine Damen und Herren, Ihnen liegt ein Wahlvorschlag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/4362 vor. Aus diesem geht hervor, dass aus dem Kreise der nicht richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs Herr Prof. Dr. Roman Poseck vorgeschlagen wird. Weitere Vorschläge liegen nicht vor. Es ist beabsichtigt, offen abzustimmen, dagegen Widerspruch, nicht der Fall. Dann frage ich Sie jetzt, wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19/4362 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
Das sind geschlossen die Fraktionen der CDU, der FDP, der Grünen und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion Die Linke mit Enthaltungen. Damit stelle ich fest, dass mit 110 minus 2, 4, 5, 6, 7, die Frau Öztürk fehlt, 109, 103 Ja-Stimmen. Keine Meldung bei uns angekommen. Gegenstimmen, keine Enthaltungen. 6. Mit 103 zu 6 Enthaltungsstimmen. Herr Prof. Dr. Roman Poseck zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen gewählt wurde. Ich begrüße die Mitglieder des Staatsgerichtshofs. Ich differenziere es noch ein bisschen, Frau Vizepräsidentin Sastrowski und die anderen Mitglieder. Herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Ich begrüße Herrn Prof. Roman Poseck ganz herzlich. Herr Prof. Dr. Poseck, Sie sind hier im Hessischen Landtag mit großer Mehrheit zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs gewählt worden. Ich darf Ihnen dazu ganz, ganz herzlich gratulieren und Ihnen alles Gute für diese verantwortliche Arbeit wünschen. Ich darf Sie nun vereidigen. Nachdem der Hessische Landtag Sie, Herr Prof. Dr. Roman Poseck, zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen gewählt hat, komme ich nun zu Ihrer Vereidigung. Der Eid, dem Sie eine religiöse Beteuerung hinzufügen können, lautet: Ich schwöre, dass ich gerecht richten und die Verfassung euch wahren will. Sie können nach Ihrer Wahl die entsprechende Beteuerung hinzufügen. Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich gerecht richten, dass ich gerecht richten und die Verfassung getreulich wahren will. Getreulich wahren will. So wahr mir Gott helfe. Glückwunsch. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir, dass ich ein paar kurze Worte an Sie richte. Ich möchte mich an allererster Stelle ganz herzlich für das große Vertrauen des Hohen Hauses bedanken. Für mich ist das zuallererst eine Verpflichtung, mich unabhängig und mit ganzer Kraft für den Hessischen Staatsgerichtshof und die Hessische Verfassung einzusetzen. Ich freue mich,
diese Aufgabe übernehmen zu können, weil es für einen Juristen, weil es für einen Richter eine ganz besondere Verantwortung und Herausforderung ist, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen und wo es notwendig ist, ihr auch zur Geltung zu verhelfen. Ich setze bei der Arbeit auf die enge und kollegiale Zusammenarbeit mit allen Richterinnen und Richtern im Staatsgerichtshof. Unser Verfassungsgericht ist aus gutem Grund ein Kollegialgericht, in dem 11 Richterinnen und Richter zusammenwirken. Wir können froh und dankbar darüber sein, dass wir in einem funktionierenden Rechtsstaat und in einem ausgeprägten Verfassungsstaat leben. Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsstaatlichkeit bedingen einander. Sie gewährleisten, dass bei uns die Macht des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt. Wir leben in einer Zeit, in der Entwicklungen im In- und Ausland Verunsicherungen hervorrufen. Bewährte Grundlagen scheinen in Gefahr. Gerade in dieser Zeit zeigt sich die Bedeutung eines funktionierenden und eines lebendigen Rechts- und Verfassungsstaates. Er bietet den Menschen auch in unsicheren Zeiten Verlässlichkeit, Sicherheit und Orientierung. Der Rechts- und Verfassungsstaat unterstützt damit auch den sehr wichtigen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und er setzt auf Fakten und nicht auf geschürte Emotionen oder gar Falschmeldungen. Die Hessische Verfassung ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Georg August Zinn hat die Bedeutung der Hessischen Verfassung in der Einführung des von ihm mit herausgegebenen Kommentars auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Als Norm der Normen erhebt die geschriebene Verfassung den Anspruch auf unbedingte Geltung für das gesamte staatliche Leben. Das Hohe Haus untersucht zurzeit in einer Enquetekommission den Reformbedarf der Hessischen Verfassung. Unabhängig von dieser wichtigen Diskussion gibt unsere aktuelle Verfassung an vielen Stellen auch heute grundlegende Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und auch auf diejenigen, die unsere Werteordnung und unser demokratisches System in Gefahr bringen. Die Hessische Verfassung stellt die Würde und die Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in den Mittelpunkt. Sie stellt den Ausgleich von Interessen und die soziale Verantwortung über das rücksichtslose und einseitige Streben nach eigenem Vorteil. Die Hessische Verfassung setzt auf das Engagement der Menschen und auf ihre Freiheit, auch die Freiheit der Meinung und der Medien, und nicht auf Bevormundung. Daneben steht unsere Verfassung für demokratische Prozesse und für den Respekt vor den Institutionen und ihren Vertretern anstelle von wüsten Beschimpfungen. Der Hessische Staatsgerichtshof wird diesen Werten im Rahmen seiner Zuständigkeit mit ganzer Kraft weiter verbunden sein. Und ich weiß, dass diese grundlegenden Werte auch in diesem Hohen Hause fest verankert sind. Lassen Sie uns gerade in diesen Zeiten gemeinsam und im Rahmen unserer jeweiligen Verantwortungen als Verfassungsorgane für diese Werte mit Selbstbewusstsein und Zuversicht werben und arbeiten. Ich danke Ihnen nochmals für Ihr Vertrauen, auch im Namen des gesamten Hessischen Staatsgerichtshofs. Ich darf Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles erdenklich Gute wünschen. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für Ihre kurze Ansprache. Und wir wissen, was unsere aller Aufgabe ist, aller drei Staatsgewalten. Das ist, diese Verfassung zu schützen, nach ihr zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen, wie wir wissen.
Meine Damen und Herren, sie ist nach dem Krieg entstanden, in einer vermeintlich völlig anderen Zeit, auch objektiv im Teilbereich. Und sie ist bis heute grundlegend für das demokratische Zusammenleben in unserem Staat. Bis heute. Sie ist eine große Stärkung für uns gegen undemokratische Erscheinungsbilder. Und eine Verfassung, so habe ich es schon in der Schule gelernt bis heute, ist kein Experimentierfeld. Sie sollte schon zeitgemäß sein, aber sie ist mit Sicherheit keine Spielwiese für irgendwelche möglichen Ideen. Die Enquete-Kommission, die Sie angesprochen haben, hat eine große Aufgabe vor sich. Und Sie werden diese große Aufgabe mit der ganzen Kompetenz des gesamten Staatsgerichtshofs mit Sicherheit auch begleiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen persönlich für Ihr Amt alles Gute und dem ganzen Staatsgerichtshof eine gute Arbeit für unser Hessen. Dankeschön. Ich unterbreche für 5 Minuten, damit jeder sich bei Ihnen entsprechend zeigen kann.